So, hi, hier ist Chef X und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Und wir machen weiter. Sind gut im Lager, bisschen Leute besprechen. Was benötigt ihr? In der Tat. Okay. Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Gern geschehen. Ich wurde ausgesandt, um die Augen der Antam zu sein. Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Die Gesellschaft der Kunari. Was ist das? Ich hab da gerade was geschrieben. Ja. Das war falscher Chat, tut mir leid. Okay. So, nicht beachten. Okay. Und ciao. Tschüss. Warum interessiert ihr euch dafür? Ihr glaubt also, die Kunari leben in irgendeiner anderen Welt? Doch. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Das spielt jetzt keine Rolle. Können wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Wie ihr wünscht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe da einen Gedanken. Ach, wie witzig. Ihr und Mutter solltet eine Gauklertruppe gründen und durch die Lande ziehen. Wir haben eine Gelegenheit, die wir meiner Ansicht nach nutzen sollten. Im Klartext, meiner Mutter wurde einst von einem besonders lästigen Templer ein bestimmtes Zauberbuch geraubt. Das geschah lange vor meiner Geburt, aber noch heute erfüllt sie der Verlust mit großem Zorn. Im Zirkel der Magi herrscht Chaos. Da wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Buch zurückzuholen. Denn es ist mit Sicherheit am Ende in ihrem Besitz gelandet. Gut, mich interessiert vor allem der Inhalt, solltet ihr es finden. Das Zauberbuch ist in Leder gebunden und mit einem symbolisierten Baum ohne Blätter verziert. Wenn ihr es nicht findet, werde ich es einfach vergessen. Haben wir doch schon gefunden, so ein Buch. Da. Schau, kannst du noch raus. Thank you.
So, Abison haben wir noch nicht besprochen. Wer weißt du? Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, Grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, Grauer Wächter. Für meine Talente wären Runen am nützlichsten. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Ich danke euch. Es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Aber nein, ich lasse nie etwas unfertig zurück. Ich bleibe bis zum Ende dabei, das verspreche ich. Wie kratzt es so? Euer Hund ist dreckig. Ich kann ihn aus 50 Metern Entfernung riechen. Das ist möglich, aber ich bitte euch dennoch um Erlaubnis, ihn baden zu dürfen. Ausgezeichnet. Ich hole meine Seife und nach dem Abendessen bekommt der Hund dann sein Bad. Ja. In der Tat. Ja. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Anstrengend werden.
sein. Da! Gelaufen. Ja. In der Tat. Ja. Wir mal ein wenig auf. Wie du willst.
nicht. Er ist kein gewöhnlicher Bandit. Die anderen auch nicht. Sie haben hochwertige Waffen und Rüstungen und sind gut ausgebildet. Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder? Wer seid ihr? Jemand, der bereut, euch angegriffen zu haben. Dem gesagt wurde, es sei ganz leicht. Die kleine Rothaarige töten, mit den anderen nach Belieben verfahren. Töten? Ihr wolltet mich töten? Das könnte sein. Stimmt. Wer hat euch geschickt? Warum soll ich sterben? Man fragt nicht, warum jemand einen anderen töten will. Ich erfahre nur, was ich tun soll und wo ich mein Geld bekomme. Geld. Ich darf froh sein, wenn ich mit dem Leben davon komme. Können wir uns einigen? Es wäre zu eurem Vorteil. Sprecht, rasch. Ich habe keinen Streit mit euch. Nicht ich wollte euren Tod. Aber ich weiß, wo ihr den Auftraggeber finden könnt. Mir wurden Anweisungen aufgeschrieben, wie ich zu dem Haus komme. Es ist in Denerim. Hier. Mehr kann ich nicht tun. Danke. Geht jetzt. Ich will euch nie mehr sehen. Keine Sorge. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Das war Marjolaine. Es kann nicht anders sein. Das dachte ich auch. Vielleicht hat mich jemand gesehen oder... Sie hat mich endlich gefunden und möchte zu Ende bringen, was sie begonnen hat. Sie muss dafür bezahlen, was sie mir angetan hat. Wenn wir je nach Denerim kommen, möchte ich ihr einen Besuch abstatten. Vielleicht ist es an der Zeit, die Angelegenheit endgültig zu klären. Todeswurzel. Ein bisschen lagen Minuten. Direkt vor uns. Gut zu wissen. Gut, fangen wir an. Fangen wir an. Nur kurz was probieren. Wird erledigt. Lara. Kurz vor die Verderbnis. Wie wollt ihr sie beenden? Ist das alles? Er ist umgeben von einem Meer aus dunkler Brut. Wie wollt ihr ihn erreichen? Und wenn ihr dort seid, wie wollt ihr ihn dann erschlagen? Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Große Strategen und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den Grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Das ist offensichtlich. Bleibt abzuwarten, wofür ihr wirklich hier seid. So. Verzauberung? Verzauberung!
Ah, okay, ich kann alle möglichen Sachen nehmen. Verzauberung? Okay. Verzauberung? Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Ich bin mir... Schön, dass wir auffüllen. Ja. In der Tat. Ja. Juhu. Auf drei Wars. In Ordnung. Sagt mir, was ihr möchtet. Natürlich. Ins Schloss wieder ran. Sondern der Armee der Magier. Ah, da seid ihr ja. Wir haben Lyrium dabei und bereiten gerade das Ritual vor. Dann können wir jederzeit anfangen. Ja, wir haben derzeit nicht genug Lyrium, um mehr als einen Magier ins Nichts zu schicken. Das kommt ganz auf den Dämon an. Es klingt nach einem Geist der Wollust und der Gier, die zu den Mächtigeren in der Hierarchie zählen. Er wird euch ins Gespräch ziehen und mit einem Angebot locken. Geht nicht darauf ein. Ihr seht ja, wohin Abmachungen mit Dämonen führen. Fangen wir an. Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen. Es ist die beste Lösung. Nun gut. Wer geht ins Licht?
schickt mir eine. Du kennst ja. Was? Ich? Seid ihr sicher? Ein Blutmagier, der nichts auf einen Dämon trifft. Was ist, wenn er ihn übernimmt? Ich habe das noch nie gemacht und weiß gar nicht, was ich tun muss. Das sagt ihr. Wir wissen nicht, wie sich Jowens Fähigkeiten entwickelt haben. Oder ob wir ihm überhaupt vertrauen können. Was? Ihr seid zu schnell zu vertrauen, Selig. Aber ich werde tun, was ihr verlangt. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Bist du das, Connor? Ich komme! Vater! Ich verstehe nicht. Es ist so kalt. Ihr da! Habt ihr meinen Sohn gesehen? Ich kann ihn hören, aber ich finde ihn nicht. In diesem Nebel gehe ich ständig im Kreis. Al Eamon, erkennt ihr mich? Du? Verräter! Das heißt wohl ja. Bleib weg von meinem Sohn! Bleib weg! Connor! Wir müssen fliehen! Wo bist du? Lasst mich meinen Sohn suchen! Ihm ist etwas zugeschossen! Ist da jemand? Ich fühle es! Hallo! Gesegnet sei! Auf wem das... Blutmagier. Pibos. Hallo, Connor. Ich bin hier, um deinem Vater zu helfen. Nein, du willst Vater wehtun. Das lasse ich nicht zu. Ich gehe. Das ist schwer genug, Ranz an dem uns besiegen.
Mal speichern. Du machst Vater so krank! Ich helfe ihm und du hinderst mich nicht daran! Warum tust du mir immer weh? Warum willst du mich aufhalten? Wir müssen nicht kämpfen. Ich will nur Connor und Aal Eamon retten. Mit dir rede ich nicht! Eindringling! Ich vertreibe dich! Aber gerne. Du machst Vater so krank. Ich helfe ihm und du hinderst mich nicht daran. Warum tust du mir immer weh? Geh weg von hier. Ich gehe. Du musst weggehen. Wird erledigt. Bin gefährlich, als ich aussehe! Verflucht sei diese vermaledeite Finsternis! Warum wird erledigt!